ja schön, jetzt haben wir so eine alte Baracke drauf. Machst du mal bei mir? Nein, wirklich? Na klar. Du musst mal sehen, wie man sich gut positionieren muss und wie man gucken muss. Versuch's mal. So musst du dann auch gucken. Nein. Doch, wirklich. Und manche wollten ihren gar nicht hergeben und so. Da wurde ihm ganz schroff gesagt, das ist Eigentum der Deutschen Demokratischen Republik. Und diesen haben sie nach Aufforderung abzugeben. Jetzt pisst ihr nicht ins Hemd. Mann, ist dir schon mal aufgefallen, wie die dich anhimmelt? Wenn die rauskriegt, dass wir gewettet haben, wenn sie zuerst im Bett hat, dann dreht die durch. Das muss ja keiner auf die Nase binden. Du willst jetzt mit ihr zusammen sein, ja oder nein? Bist du bescheuert? Die vögele ich noch zweimal und dann kriegt sie von mir den Laufpass. Und vielleicht schenke ich ihr am Ende eine Kiste Pralinen. So. Die zwei Eier im Glas für den Herrn Botschafter. Wünsche guten Appetit. Übrigens, ich habe gerade gehört, wir schießen auf Belgrad. Jetzt zeigen wir den Serben, wo der Bartel den Most holt. Erlaube ich mir untertänigst, als Beauftragter der spanischen Regierung, die Thronkandidatur des erlauchtigsten Erbprinzen Leopold aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen auf den spanischen Thron zu unterbreiten. Ich denke, das interessiert hier keinen. Ja, ist auch so.